Vertraue in deine Flügel. Gerade als die kleine Raupe dachte, die Welt wäre zu Ende, verwandelte sie sich in einen Schmetterling. Interessanterweise ist es jedoch selbst nach seiner Verwandlung für ihn physisch unmöglich, die eigenen Flügel zu sehen, welche zu den schönsten Erscheinungen der Erde gehören. Manchmal ist es nötig, dass wir unsere Flügel öffnen, wenn unsere wahre Schönheit sichtbar werden soll. Unser wahres Selbst und unsere Träume sind die Flügel, die dem Leben Leichtigkeit verleihen. Lasst uns deshalb sofort damit aufhören, die eigenen Träume und Herzenswünsche zu begraben und stattdessen mit Mut und Freude den eigenen Herzensweg einschlagen. Dieser kann im Übrigen niemals von den scheinbar einschränkenden Ereignissen im Außen verhindert werden. Sind doch nur wir selbst dazu fähig, uns in die Luft emporzuheben. Sei, wer du bist. Sag, was du fühlst. Entfalte, was dich ausmacht. Denn wenn wir unseren eigenen Weg gehen, tragen uns Flügel.